des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Friede sei mit euch. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Bußfeier, nun kurz vor dem Beginn der Heiligen Woche. Ich grüße Sie, die Schwestern hier im Kloster St. Magdalena in Speyer und alle, die über das Internet mit uns verbunden sind. Bevor wir in die Tage vom Leiden, Sterben und Auferstehen unseres Herrn gehen, wollen wir innehalten und den Herrn um Vergebung unserer Schuld bitten. Wir tun das in einem Augenblick, in dem wir unsere Welt als tief verwundet erfahren. Wir spüren die Ohnmacht angesichts der rasanten weltweiten Ausbreitung der Pandemie, die uns getroffen hat, und wissen doch darum, dass gerade jetzt so vieles von unserem Verhalten, vom Verhalten eines jeden und einer jeden von uns abhängt. Wir fühlen uns überfordert und müssen doch entscheiden. Nicht wenige sind in diesen Tagen vor Entscheidungen gestellt, die sie im höchsten Maß belasten. Wir möchten unseren Kranken, unseren nächsten Angehörigen, Nachbarn, Freunden menschlich nahe sein und müssen doch Distanz halten, selbst dann, wenn das Sterben nahe ist. Das zerreißt uns innerlich. Heute Abend wollen wir unsere Not, unsere Ohnmacht und mitten darin die Schuld, die uns bedrückt, vor dem bringen, von dem wir gerade gesungen haben. Herr, dir ist nichts verborgen. Du kennst mein Wesen ganz. Und dann hören wir die Worte der Heiligen Schrift mit neuen Ohren. Er hat unsere Krankheiten getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. An ihn wenden wir uns mit Worten aus dem Psalm 142 und rufen sein Erbarmen an. Barmherziger Gott, du hast deinen Sohn zu uns gesandt,
Er hat unsere Krankheiten geheilt und uns die Schuld vergeben. In diesen Tagen, in denen der Schatten von Krankheit und Tod über uns liegt, wenden wir uns an dich und bitten: Erweise uns deine Güte, wie du es an deinem Volk immer wieder getan hast. Stehe uns bei in der Not, heile uns an Leib und Seele durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Bruder und Herrn, der mit dir lebt und herrscht, Gott, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht. Als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache den gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, warfen sie das Los und verteilten seine Kleider unter sich. Dann setzten sie sich nieder und bewachten ihn. Um die 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme: Eli, Eli, lemma sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von denen, die dabei standen und es hörten, sagten: er ruft nach Elia. Sogleich lief einer von ihnen hin, tauchte einen Schwamm in Essig, steckte ihn auf ein Rohr und gab Jesus zu trinken. Die anderen aber sagten: lass, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Jesus aber schrie noch einmal mit lauter Stimme, dann hauchte er den Geist aus. Und siehe, der Vorhang zerriss im Tempel von oben bis unten entzwei. Die Erde bebte und die Felsen spalteten sich. Als der Hauptmann und die Männer, die mit ihm zusammen Jesus bewachten, das Erdbeben bemerkten und sahen, was geschah, erschraken sie sehr und sagten: wahrhaftig, Gottes Sohn war dieser. Auch viele Frauen waren dort und sahen von Weitem zu. Sie waren Jesus von Galiläa aus nachgefolgt und hatten ihm gedient. Zu ihnen gehörten Maria aus Magdala, Maria, die Mutter des Jakobus und des Josef und die Mutter der Söhne des Zebedäus. Gegen Abend kam ein reicher Mann aus Arimathea namens Josef. Auch er war ein Jünger Jesu. Er ging zu Pilatus und bat ihn um den Leichnam. Da befahl Pilatus, ihm den Leichnam zu überlassen. Josef nahm den Leichnam und hüllte ihn in ein reines Leinentuch. Dann legte er ihn in ein neues Grab, das er für sich selbst in einen Felsen hatte hauen lassen. Er wälzte einen großen Stein vor den Eingang des Grabes und ging weg. Auch Maria aus Magdala und die andere Maria waren dort. Sie saßen dem Grab gegenüber. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir. Liebe Schwestern hier im Kloster St. Magdalena, liebe Schwestern und Brüder, verbunden im Internet mit uns jetzt. Das ist eine Szene am Ende dieses Evangeliums, die berührt. Alle gehen weg, nur die Frauen bleiben da. Vor allem Maria Magdalena setzt sich dem Grab gegenüber. Sie bleiben da, in dem Augenblick, in dem eigentlich alles zu Ende zu sein schien. Der Stein ist vor das Grab gerollt. Maria Magdalena aber bleibt sitzen und schaut auf das Grab. Sie ist die Namenspatronin dieser Kirche. Sie ist die Namenspatronin ihres Klosters. So ist es vielleicht gut, mit ihr zusammen einen Augenblick zu betrachten. Was mag in ihr in diesem Augenblick vorgegangen sein? Was mag alles in ihrem Kopf sich abgespult haben? Vielleicht die Erinnerung an die erste Begegnung mit Jesus selber. Wir wissen nicht, wie das gewesen ist. Wir wissen nur von einer kurzen Bemerkung im Evangelium, dass Jesus sie von 7 Dämonen befreit haben soll. Was wahrscheinlich heißt, dass er sie von Abhängigkeiten, Bedrängnissen, von Verstrickungen, in denen sie war, herausgeholt hat und zu einem neuen Leben gerufen hat, ihr neues Leben geschenkt hat. Das hat sie im Innersten verändert, offen gemacht. Sie hat Jesus mit ihrem ganzen Herzen geliebt und mit diesen anderen Frauen Teil der großen Jüngergemeinde Jesu gewesen, der Jüngerinnen und Jünger, die Jesus nachgefolgt sind, bei ihm gewesen sind, ihn unterstützt haben. Was mag sie denken in diesem Augenblick? Die vielen Begegnungen mit Jesus,
vielleicht dann in den Sinn gekommen sind. Aber auch vielleicht die Augenblicke, in denen sie sich selber noch einmal kritisch sieht. Augenblicke, die verpasst worden sind. Augenblicke vielleicht, in der Worte gefallen sind, die in so einem Augenblick leid tun. Im Angesicht des Todes, des Grabes verdichtet sich das ganze Leben und wird in einem Augenblick auf einmal vor einem ausgerollt. Aber da ist noch etwas anderes. Sie erhält nicht nur Gewissenserforschung in diesem Augenblick. Schaut nochmal auf ihre Beziehung zu Jesus selber, die sich an dem Augenblick verdichtet. Sie bleibt einfach da. In ihr ist eine Liebe, die stärker ist als der Tod. In ihr ist eine Hoffnung, die sie sitzen bleiben lässt, in dem Augenblick, wo alle anderen weggehen. Eine Kraft des Glaubens, die da ist an dir, auch wenn alles andere anders aussieht. In der Krise bleibt sie da bei Jesus. Und das macht sie offen für das Geheimnis der Auferstehung. So wird sie zur ersten Zeugin der Auferstehung. So, weil sie sich dem Tod ganz stellt, wird sie gleichzeitig hineingenommen von dem, der den Tod überwunden hat, in das neue Leben. Die Kraft der Hoffnung in ihr. So wollen wir auch jetzt unser Leben ein wenig betrachten. Vor Gott bringen an diesem Abend. Aus der Kraft der Hoffnung und der Liebe, die uns unser Glaube schenkt. Und an der Hand der heiligen Maria Magdalena. Durch die Liebe. Maria Magdalena hat die befreiende Kraft der Liebe Jesu in ihrem Leben erfahren. Sie war verstrickt in Abhängigkeiten, aus die der Herr sie gelöst hat. Die Liebe in ihr war von da an stärker als alle zerstörerische Macht. Durch den Glauben an Jesus ist ihr Leben neu geworden. Welche Abhängigkeiten, die mich unfrei machen, finde ich in mir? Wovon möchte ich befreit werden? Schade ich meiner Gesundheit durch unmäßigen Konsum? Gehe ich gerade jetzt in der Krise verantwortungsvoll mit mir und meinen Mitmenschen um? Kreise ich nur um mich selbst? Bin ich empfindlich, zornig, nachtragend? Lasse ich mich allzu sehr von Sorge und Angst leiten? Setze ich mein Vertrauen in Gottes Führung? Öffne ich mein Herz für die Liebe Christi, die mich auch in meiner Schwäche annimmt und mich frei macht für den Dienst an meinem Nächsten? Thank you.
Treue zu Jesus, auch in schweren Zeiten. Maria Magdalena begleitete Jesus auch in kritischen Zeiten. Sie ist bei ihm in der Stunde seines Todes. Sie hört die letzten Worte, beobachtet, wie der Leichnam abgenommen und ins Grab gelegt wird. Andere haben zu dieser Zeit schon längst die Flucht ergriffen, haben ihn verraten oder abgestritten, ein Freund Jesu zu sein. Wo fällt es mir schwer, anderen beizustehen? Habe ich andere im Stich gelassen? Bin ich jemandem etwas schuldig geblieben? Wie kann ich auch in diesen Zeiten anderen Menschen in ihrer Not beistehen? Bin ich dankbar für die Menschen, die für mich da sind und für mich sorgen? Was bedeutet Treue in meinem Leben, meiner Ehe, meinen Beziehungen zu anderen Menschen? Was bedeutet Treue zu Jesus, zu seiner Botschaft für mich? Habe ich Jesus und seine Botschaft verleugnet? Wie wichtig ist mir das Gebet, um mit dem Herrn gerade auch in schweren Zeiten im Innersten verbunden zu bleiben. Leben aus der Hoffnung. Das Handeln der Jünger in den letzten Tagen und Stunden des Lebens Jesu ist geprägt von Verzweiflung, Wut, Ohnmacht, Enttäuschung, Resignation. Nirgendwo ist eine Spur von Hoffnung erkennbar. Am Ende heißt es, da verließen ihn alle seine Jünger. Maria Magdalena aber bleibt bei Jesus unter dem Kreuz, bleibt bei ihm am Grab. Die Liebe bleibt. In ihr ist eine Hoffnung, wieder alle Hoffnung, eine Treue, die keiner Macht dieser Welt weicht. Sie sitzt am Grab und weint. Diese Tränen halten ihr Herz offen und die Liebe in ihr wach für die Begegnung mit dem Auferstandenen. Sie stellt sich der dunklen Macht des Todes und erfährt den alles verändernden Durchbruch des Lebens. Wovor möchte ich am liebsten weglaufen? Welchem Schatten muss ich mich stellen? Gibt es etwas Dunkles, das auf mir lastet? Wo fühle ich mich ohnmächtig, hilflos?
was möchte ich der abgrundtiefen Liebe Christi übergeben? Lebe ich aus der Hoffnung, die der Glaube uns schenkt? Wo fällt es mir schwer, die Hoffnung im Blick zu behalten? Was raubt mir die Gelassenheit? Was bringt mich zur Verzweiflung? Was nährt meine Hoffnung? Wie kann ich zum Hoffnungsträger für andere werden? Gemeinschaft im Glauben. Maria Magdalena ist durch ihre Tränen hindurch dem Auferstandenen begegnet. Er hat sie zu den Aposteln gesandt und zur ersten Verkünderin der frohen Botschaft gemacht. Der Glaube will weitergegeben werden. Er sucht die Gemeinschaft all derer, die das Wirken Gottes in ihrem Leben bezeugen. Es ist auffällig, dass Maria Magdalena nicht allein ist, sondern immer zusammen mit anderen Frauen auftritt. Gemeinsam mit ihnen unterstützt und begleitet sie Jesus. Gemeinsam mit ihnen wird sie Zeugin der Auferstehung. Sie alle haben in ihrem eigenen Leben die befreiende Macht Jesu erfahren. Immer wieder durften sie erleben, wie Jesus Kranke heilt und Menschen ein neues, erfülltes Leben schenkt. Sie haben diese Hoffnungszeichen so verinnerlicht, dass der Glaube in der Krise nicht zusammenbricht. Da ist etwas in ihrem Inneren, das wach bleibt für Gott und sie dafür bereitet, die ersten Zeugen des neuen Lebens zu werden. Bleibe ich gerade jetzt im Gebet und, so weit wie möglich, durch die Mitfeier der Gottesdienste mit den Brüdern und Schwestern im Glauben verbunden? Gebe ich dem Glauben Nahrung durch Lesen in der Heiligen Schrift, durch den gemeinsamen Austausch über das Wort Gottes und den Glauben? Durch Zeiten der Stille und Einkehr, durch Zeichen der Hoffnung, die ich setze? Bin ich dankbar meinem Gott und Schöpfer gegenüber, dankbar für das Geschenk des Glaubens, dankbar den Menschen gegenüber, die mich im Glauben und Leben mittragen? Was will ich Gott in diesem Augenblick ganz persönlich noch anvertrauen? Wofür bitte ich ihn von Herzen um Vergebung?
Du nimmst alle Schuld von mir, lässt mich immer ganz neu beginnen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben unsere Gewissen erforscht. Gott weiß um uns. Er liebt uns so sehr, dass er seinen Sohn für uns dahingegeben hat. In dieser Gewissheit dürfen wir zu ihm kommen und von ihm Barmherzigkeit, Vergebung und seine ganze Liebe erfahren. Es ist natürlich gut auch für den, dem es auch wirklich ein wichtiges Bedürfnis ist, dieses Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Dazu stehen unsere Priester ja auch zur Verfügung, so gut es in dieser schwierigen Situation geht. Da bitte ich Sie, sich an Ihre Priester vor Ort zu wenden, wer das möchte. Nun aber wollen wir hier gemeinsam miteinander das Schuldbekenntnis ablegen, Gott bitten, und wir dürfen gewiss sein, dass sein Erbarmen immer größer ist als jede Schuld, die uns belastet. So sprechen wir gemeinsam. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen, und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken. Durch meine große Schuld. Darum bitte ich Sie, Frau Maria, alle Engel und Heiligen und euch, Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er lasse uns alle Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Thank you.
Wollen wir miteinander das Gebet unseres Herrn Jesus Christus sprechen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Christus will uns ganz in seine Versöhnung aufnehmen und sein Friede möge in uns wirksam sein. Der Friede, der durch seine Versöhnung uns geschenkt ist, das wünsche ich Ihnen in all dieser schwierigen Zeit, wenn wir jetzt hineingehen in die Tage des Leidens und Sterbens unseres Herrn, dann möge uns aber das Osterlicht jetzt schon leuchten. Christus, er ist der Auferstandene, die Quelle des Lebens. Die Macht des Lebens ist stärker als alle Mächte, die dagegen stehen. Das dürfen wir immer wieder begehen und dürfen wir jetzt auch erfahren, indem er uns neues Leben schenkt, in der Vergebung seiner Barmherzigkeit, die er uns zuspricht. So möchte ich Ihnen den Segen Gottes jetzt für diese österlichen Tage, die uns bevorstehen, mitgeben. Der Herr sei mit euch. Der Name des Herrn sei gepriesen. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. So segne und bewahre euch in seinem Frieden, der allmächtige und barmherzige Gott. Der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Gehet hin.